Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Ich habe gerade hier zuletzt den Kram mit dem Bücherquest hier zu Ende machen wollen. Und wie man sieht, wenn man jetzt hier steht und da rangeht, dann ist da das Auge schon bei 99%. Das heißt irgendwie, glaube ich, dass wir sowieso gesehen werden, egal was ich mache. Und da ist ja auch der gelbe Pfeil, das sah man anscheinend nur nicht immer so, wenn man halt irgendwo anders stand oder so wie vorhin. Ja, keine Ahnung, da war da nicht zu sehen. Egal, ich würde sagen, wir reden diesmal am Anfang nochmal mit den Herren hier. Vielleicht bringt uns das ja was, dass die uns dann ein bisschen mehr vertrauen und wir das Buch holen können. Willkommen in unserer Herberge. Ich bin Ahaus Worm. Es überrascht mich, dass ihr es alleine bis hierher geschafft habt. Der Siede ist ein gefährlicher Ort. Luka Soren, die arme Seele im nächsten Zimmer. Hier ist es weniger gut ergangen. Ja, ich weiß gerade nicht, warum das so leise ist. Keine Ahnung. Ich schau mal eben kurz nach. Okay, ganz komisch. Meine Systemlautstärke war einfach mal runtergeschraubt. Von allein egal. Wir reden gerade mit Luka Soren. Was ist mit ihr geschehen? Sie wurde von einem Borka angefallen. Das allein ist gewöhnlich schon tödlich. Sie hat sich mit letzter Not hergeschleppt, bevor sie das Bewusstsein verlor. Und als wäre das noch nicht genug, reagiert sie recht ungewöhnlich auf das eigentlich harmlose Gift der Borka. Das Einzige, was sie retten kann, ist eine seltene Pflanze, die im Siede wächst. Aber ich kann sie nicht besorgen. Okay, warum könnt ihr nicht gehen? Ja, ich besorge euch die Pflanze. Ist ja egal, warum man nicht kann. Wirklich? Wenn euch das gelingt, werde ich euch belohnen, so gut ich kann. Ich habe gehört, dass Glutstrunk an fließenden, sprühenden Gewässern wächst. Ihr solltet also versuchen, dem Fluss nach Norden zu folgen. Ich dachte, ich hätte dort einst das Rauschen eines Wasserfalls gehört, aber ich bin nicht weit genug gegangen, um es herauszufinden. Der Siede, wisst ihr? Mhm, wo war die Pflanze nochmal? Egal. Wir sehen uns später. Ja, ciao. Was ist denn? Ist er jetzt weg? Ah, der läuft jetzt hier rum. Komm, lauf mal. Nein, lauf mal hier rum. Dann reden wir mit ihm nochmal. Willkommen in unserem sicheren Hafen im Siede. Ich bin Sitrik Worm. Mein Bruder Ahaus und ich bieten jedem Reisenden Hilfe, der sie benötigt. Ihr seht tüchtiger aus als die meisten unserer Besucher. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Wie denn? Mehrere Besucher aus der Türe haben berichtet, dass sie von Wichten überfallen wurden. Ungewöhnlich. Die Wichte des Siede sind nicht sonderlich aggressiv. Sie leben zurückgezogen und greifen nur an, wenn man sich ihnen nähert. Wenn tatsächlich eine Gruppe von Wichtenreisende überfällt, müssen diese Monster besiegt werden. Gut, ich sorge dafür, dass ihr für eure Mühen belohnt werdet. Ich kann immer noch nicht glauben, dass diese Wichte so aggressiv sind. Sehr ungewöhnlich. Ja, so wie alles hier. Auf bald. Ach ja, Quest, 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 Quest. Komme ich hier mal raus? Hallo? Wie gefällt es euch im Siede? Ich würde ganz gerne gehen. Gute Jagd. Danke, dass ich durch darf. Kann ich jetzt mal die Bücher klauen? Oder, oh Mann, und die sehen mich hier, egal was ich mache. Was mache ich denn dann? Ich meine, wenn ich die töte, dann ist auch scheiße. Dann kann ich dem doch nicht helfen. Und ich brauche doch aber das Buch. Was mache ich denn jetzt? Ja, und der guckt direkt hier rüber. Oh Mann, oh, kann man da nichts machen? Kann ich hier nicht so ein bisschen rumschleichen? Ja, guck mal, die sehen mich doch alle. Egal, was ich mache. So eine Scheiße. Keine Ahnung, was man jetzt machen soll, wenn die Leute, und genau das war ja meine Befürchtung das letzte Mal, als ich gestorben bin. Wieso sehen die das denn? Oder... Mimi, hör auf mich zu sehen. Hör auf mich zu sehen. Sind seine Augen und überall? Und der guckt mich auch direkt an. Das ist unglaublich. Also an das Buch komme ich... Ich grüße euch. Ja. Ich will ein Buch klauen. Scheiße. Darum kümmere ich mich dann wohl ein andermal. Und genauso wie um die anderen Bücher habe ich mir jetzt einfach mal vorgenommen, dass ich ausnahmsweise das mal... offline zu Ende mache, es sei denn, da passiert was ultimativ krass, tolles, schönes, was ich euch nicht vorenthalten will, dann schalte ich einfach nochmal zu oder so. Aber jetzt kümmern wir uns dann erstmal um die Ballade vom Blutgebein, weil ich das mit der Ballade auch wichtig finde,
Und dann natürlich den Hauptquest demnächst endlich mal angehen möchte. Unbedingt, denn sonst, ihr seht ja, hier kommt eine Sache nach der anderen dazu. Ja, machen wir das doch einfach mal. Wo müssen wir dafür hin? Hier unten? Waren wir hier schon mal? Nee, aber wir waren hier schon mal. Dann reisen wir dahin, dann können wir da möglichst zu Fuß hin. So. Ich kann mir den Ortsnamen sowieso nicht merken, aber war das nicht die Spinnengegend? Ich weiß es gerade schon wieder nicht. Wir laufen einfach mal. Ja, ist die Spinnengegend. Hier gibt es eigentlich auch noch Quests, die wir zu tun haben. Zum Beispiel müssen wir uns ja auch um die Spinnen hier kümmern. Das wäre vielleicht mal nicht schlecht. Und das sind so Nebenquests, wo ich denke, die sind eklig und gruselig genug, damit man sie zusammen erleben kann. Ja, so denke ich halt. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ah, da geht's auch rum. Uah! Oh Gott, erschrecke ich mich. Eklig. Und vor allem, ja, das war so klar. Ich muss mal was nehmen. Hast du das jetzt genommen? So. Ich brauche Heiltränke immer noch. Verdamm ich nochmal. Sonst überlebe ich das wieder nicht. Und sterbe ich vor mich hin. Und das wäre scheiße. Wo ist denn hier eine Truhe? Hä? Hä? Soll doch hier sein. Hm? Kopiere ich nicht. Aber da ist so ein Steinchen. Den hatten wir schon lange nicht mehr. So ein Stein des Frühlings. Von alten Tagen berichtet man mir, als die weise Priesterin Bayala Tirin zur Göttin Lyria sprach. Das Volk erinnerte sich nach dem Krieg an alles und forderte Doreks Schicksal. Tötet ihn, den bösen, grausamen Stamm, sagten Doc Alpha. Verschont sie, die armen, jämmerlichen Tiere, riefen Jos Alpha. Ihr Verstand, hungrig und vom Hass vergiftet, verzerrt. Alpha schlug Alpha in Trunkenheit, beim Festmahl, wenn alles fröhlich war und Frieden im Hafen herrschte. Hass erfüllt, so sagt man mir, blickten Cousins einander an. Aus dem kalt gesegneten Fieriol brach Bayala Tirin zu einer Pilgerreise auf, um Lyrias Rat zu erbitten. Okay, das war's, okay. Diese Steine sind ja auch immer irgendwie interessant. Die sind irgendwie wie so ein Newsletter. Die berichten einem immer irgendwie von Sachen, glaube ich, die gerade passieren oder so. Da ist wieder so ein Stein. Wir sind jetzt hier, glaube ich, wieder in einer Gegend, wo wir noch nicht waren. Lord Ferrara, tapferer Krieger, Zerstörer von Infamanir, Herzog der Hylarans, Beschützer des Rings von Keosai, Entdecker der Insel Meropis, würde er doch nur ein besseres Ende finden. Voll schön gemacht. So mit dem Gedudel. Und hier ist auch total schön gemacht. Hier so rechts, ja. Tolle Erkundungsgeschichten. Ja, wir sind auf dem Weg, um den Balladenquest zu lösen. Das finde ich sehr schön. Wenn wir das gemacht haben, dann könnten wir uns vielleicht demnächst um den Hauptquest kümmern. Einige Nebenquests werde ich selber lösen. Oh.
Steh auf, Mädel. Oh, verdammt, ist der schnell. Und ich weiß nicht, was das für ein Klops war, aber brutaler Ettin. Okay. Weiß ich Bescheid. 26 Gold durch das Talent Sinnesschärfe, aha. Ich fühle mich nicht so, als würde ich immer bombig gut kämpfen. Toll wäre auch mal, wenn ich übrigens Heilsachen finden würde. Vielleicht mal in der Truhe? Nein, natürlich nicht, weil wer braucht schon Heilung? Wozu, ne? Wozu? So, ich speichere jetzt hier mal an der Stelle, weil ich habe auch keine Lust, das alles immer nochmal machen zu müssen. Das ist ein bisschen schwierig langsam. Der nächste Skill geht auf jeden Fall auf Heilung. So, wieder eine... Die sind ja immer Sachen. Und die... Wo sind denn hier die Truhen? Hier wird mir doch was angezeigt. Dieses Geräusch zeigt an, dass du dich in der Nähe eines verborgenen Objekts befindest. Aha. Wie der sich auf mich draufschmeißt. Ja, und was mache ich jetzt? Ich habe nämlich nichts. Geilo. Geilo. Als hätte ich es nicht geahnt. Können wir hier mal was nehmen? Senkt den erlittenen Blutungsdingsbums. Hat mir das geholfen? Nö. Ach, Mano, ich sterb gleich. Verdammt. War klar. Ja. Lustig. Die Alex ist gestorben. Oh, bist du schlecht. Mimi. Päh. War ja klar. Was soll ich denn eigentlich machen jetzt? Ich hab ja nix. Kann man sich nicht hier irgendwie mal heilen oder so? Oh, das nervt mich. Erfahrungstrank hier. Bringt doch alles nichts. Ich nehme jetzt einfach mal alles Mögliche. Hier ist auch super. Weg da! Kampfmaschine! Ich brauche Heiltränke, ihr Verfluchten! Ihr Verfluchten! Nicht so eine blöde... Einfach Heiltrank! Och, ich finde mal sogar einen. Der Sinne. Also wenn ich den nächsten Laden, den ich finde, da kaufe ich dann aber mal, ne? Gott, erhol dich, Mädel. So, jetzt speichere ich natürlich mal wieder, weil ich lebe am Limit, ne? So. Da und was war das jetzt hier mit der versteckten Dingsbumskiste? Habe ich das jetzt hier schon gemacht oder nicht? Nee. Ja. Toll. Ich habe was Verborgenes gefunden. Ui. Heiltränke wären auch schön. Aber habe ich ja jetzt schon mehrmals gesagt. Was denn hier Verborgenes? Aha. So, wo kommen wir denn dann mal hin?
Ah, ich sehe schon. Am besten, wir kümmern uns gleich um ihn. Ein Bär! Ein Bär! Und da fängt die schöne Musik auch wieder an. Das wird ja mal Zeit hier. Kommen wir hier endlich mal an, wo wir hinkommen wollen, ja? Und ich finde immer nichts. Ist auch schön. Hier gehen wir durch. Oratorium der Balladen. Hier wollen wir hin. Wir haben es geschafft. Ja, und was mache ich jetzt? Alles klar. Da sind wir. Hi, Leute. Was ist denn jetzt hier? Können wir auch noch mal was plündern? Oh, nein! Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht direkt hier, Stress haben mit euch. So, ich soll hier so... hier hin und mit dir reden. Als mir Hallam erzählte, dass eine Sterbliche den freien Sitz eingenommen hat, wollte ich ihm nicht glauben. Doch hier steht ihr nun vor mir. Wahrlich beeindruckend. Es ist schade um Sagrel. Er war ein großer Held. Aber wir haben keine Zeit, ihm zu Ehren das Mal des Königs zu erheben. In der bevorstehenden Schlacht brauchen wir jede Hand, die fähig ist, ein Schwert zu führen. Wir sind hier, um Sir Ferrara zu helfen, unserem Bruder im Hof der Zauber. Es ist Zeit für seine Erzählung der Ballade von Blutgebein. Ferrara hat sich auf die Jagd nach seinem Erzfeind gemacht. Blutgebein hat sich wieder erhoben, fest entschlossen, ein Mädchen zu entführen, um sie zu seiner Geliebten zu machen. So heißt es in seinem Lied. Nach der Schlacht werdet ihr Ferrara wiederbeleben müssen. Ich kann nur hoffen, dass euch Hallam nicht unvorbereitet auf diese Mission geschickt hat. Sucht Ferrara auf und beeilt euch. Wenn die Aufgabe erledigt ist, werde ich euch beim Haus der Balladen im Norden erwarten. Seid vorsichtig, Sagrel. Okay, wo ist die Blutgebeinshöhle? Uduat liegt im Nordwesten, an den Ufern von Etinmeer. Es ist durch einen mächtigen Zauber versiegelt, doch Blutgebeins Magie ist schwach. Es sollte euch somit möglich sein, Zugang zu erlangen. Es ist eine Ballade, die von Besessenheit und Opfern erzählt. Eine der ältesten des Hofes des Sommers. Blutgebein war nicht immer ein Schrecken, oh nein. Einst wurde er Farmor genannt und war ein Berater Ysas persönlich. Leider wurde er von Begierden getrieben und von dem Bedürfnis, alles zu besitzen, wonach er sich sehnte. So entführte er Lord Ysas Geliebte und floh mit ihr in seine Höhle, nach Uduat. Als das Mädchen gerettet wurde, verfluchte Ysa Farmor. Er konnte nicht sterben und seine Seele würde niemals in den großen Kreislauf eingehen. So wurde er zu einer Abscheulichkeit, die man nur als Blutgebein kennt. Seitdem erhebt sich Blutgebein alle paar Zyklen und entführt eine junge Schönheit, um sie zu seiner Braut zu machen. Zumindest war das so, bis er sich Sir Ferraras Geliebte aussuchte. Okay, den Rest höre ich mir mal nicht jetzt an. Die Frage ist, gibt's hier auch mal einen Händler? Dann könnte ich mir nämlich ein paar schöne Tränke jetzt holen. Weiß ich gerade nicht. Nee, ne, da war keiner, der uns irgendwie hätte jetzt helfen können. Das ist immer ein bisschen doof. Aber immerhin haben wir es bis hierhin jetzt schon wieder geschafft. Wir müssen wieder zurück. Ich benutze die Karte, wenn das jetzt schneller geht. Und das wird schneller gehen, das sehe ich schon. Dann gehen wir mal nach Gorhard. Das kennen wir ja schon. Da müssen wir eigentlich nur quasi um die Ecke laufen. Hier, das kennen wir ja schon, unser Örtchen. Dann renne ich mal hier raus. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Ja, herrlich. Wunderschön. So. Hier sind ganz viele Feinde, auf die ich gerade, glaube ich, zurenne. Das ist nicht so toll. Habe ich keine Lust zu, auf diese Boggart-Viecher oder Elfen oder was auch immer da hinten jetzt nochmal waren. Hey! Wen haben wir denn da? Huh.
Von wegen, das habt ihr euch so gedacht. Mich einfach mal hier ärgern zu wollen. So, ich laufe weiter hier lang. Hier rechts gibt's wahrscheinlich wieder so eine versteckte Truhe, die mir vorher mal gar nicht aufgefallen sind. Ah, hier, den hatten wir den? Ja, den hatten wir, okay. Hier ist hier irgendwas. Da. Einfacher Trank der Lebensregeneration. Das ist ja gnädig. Ich versuche nämlich schnell voranzukommen und jetzt nicht beim Laden irgendwo was zu kaufen. In der Hoffnung, dass wir hier noch schnell den Balladenkram... Ja, dass wir das noch ein bisschen sehen können, was hier noch auf uns zukommt. Und renne und renne und renne und renne. Komm, renn. Pflück unterwegs eine Blume. Sinnlos. Ach, hier die Uschi. Die. Ach nee, die war das ja gar nicht. Das ist Jolvan. Okay. Hallo. Hi. Aber die hat den Ring gekriegt. Na toll. Oh, Mann, oh, gleich stirbst du mir weg. Wölfe! Wölfe, 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 Wölfe! 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 Und du bist auch noch da, aber dich werde ich nicht töten. Boah, was war denn hier jetzt mit den Wölfen los? So, ganz knapp geschafft, aber auch echt nur knapp. Leider werde ich den jetzt nehmen müssen. Immer so froh, wenn ich so knapp dem Leben, dem Tod entkomme und noch lebe. Ja, die Ecke kennen wir ja auch noch. Hier waren wir schon. Und da gab es keine Schnellreise hin, wo das so weit weg jetzt hier ist. Gibt's ja gar nicht. Jetzt kommen bestimmt Spinnen. Ganz sicher kommen jetzt hier Spinnen noch. Oder? Nee, wir haben sogar Glück. Geht sogar. Naja, ich freue mich nicht zu früh. Wer weiß. Lauf. Hoffentlich laufe ich richtig. Ja, ich laufe richtig. Einmal noch den Bogen rum und dann sind wir gleich da. Heieieiei. Hier ist wieder ein Versteck. Ah, oh, ein Heiltrank. Ich glaube, das waren sogar zwei. Das ist ja klasse. Ja, da lohnen sich die Verstecke doch hier. Das ist ja super. Fühle ich mich gleich viel besser. Boah, den Weg, den könnte man sich auch sparen, ne? Könnte man auch einen Cut machen, dahin rennen und... Hier waren wir doch gerade... Das verstehe ich nicht. Laut Karte ist das doch... Nee, tatsächlich, ich muss hier rumlaufen. Ah, das war dann voll der Umweg mit Gorhard. Wäre ich mal zu Fuß einfach losgelaufen, dann wären wir schneller gewesen. Aber gut. Wie ihr meint. Ich glaube, ich muss hier hoch und diesen Pass des Karadras nehmen. Haha. So, habe ich euch alle und habe auch irgendwas bekommen, wo ich nicht weiß was. Ja, okay. Und dann geht's jetzt hier rein,
nach Uduath. Damit wir hier unseren Quest auch lösen können. Wir sehen uns im nächsten Part. Mal schauen, ob ich das dann schaffe mit meinen 2 Heiltränken. Bis dann!